Ja, okay. Also herzlich willkommen zur letzten Session am heutigen Tage. Ich hoffe, ihr habt alle noch Kraft und Saft, uns und vor allen Dingen den Protagonisten hier auf der Bühne ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Es geht wieder um Crowdfunding und wie immer möchten wir eigentlich sozusagen sehr praxisnahen Einblick in das Thema gehen mit Tipps und Tricks und Tipps und Goes, aber auch Don't Goes. Und am besten kann man das immer mit Beispielen machen. Und deswegen würde ich jetzt mal sozusagen hier einfach mal alle ganz kurz vorstellen. Ich fange einfach mal mit meinen Projekten, Beispielprojekten an. Das ist einmal die Henrike Marie Gerber von Siteinander, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, von der sie uns sicher gleich noch ganz viel erzählen wird. Und der David Griedelbach von Quartiermeister, auch eine spannende Geschichte, auch, sage ich mal, sozusagen mal, auch vielleicht mal sozusagen ein bisschen ein etwas kritischer oder Blick, so halb zumindest, zu dem Thema, was ja auch sehr interessant ist. Wir haben wieder einen Schwerpunkt gewählt, der nennt sich diesmal Social Entrepreneurship oder soziale Projekte. Das sind auch zwei Beispiele aus diesen Bereichen. Und wir kommen ja, also mein Name ist Jörg Frohrt und ich komme ja aus Kassel und wir moderieren das schon seit vielen Jahren, diesen Workshop, und wir werden, weil wir auch in Kassel eine eigene Crowdfunding-Seite haben, und wir werden dieses Jahr erstmalig einen Crowdfunding-Contest veranstalten, wo es um soziale Projekte geht. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte, einfach sozusagen auch aus der Vorbereitungszeit, weil wenn man dieses soziale Thema Social Entrepreneurship anspricht, dann wird es auch relativ schnell immer politisch, und es sind halt eben in der Vorbereitungszeit so zwei Meinungen eigentlich begegnet. Einmal sozusagen von der Start-up-Szene, von der Investment-Szene, die dann sagen, das sind ja eigentlich gar nicht wirkliche Start-ups, da sind ja keine Geschäftsmodelle dahinter, die Skalierbarkeit ist ja gar nicht gegeben. Und auf der anderen Seite die sozialen Protagonisten, die uns immer dann sagen, ihr ökonomisiert eigentlich sozusagen das soziale System. Ihr legitimiert die Politik, sich da zurückzunehmen, und das ist eigentlich auch eine schlechte Sache, und man gerät da so ein bisschen in eine Zwickmühle, und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass Markus Sauerhammer hier ist von Cent e.V., der da sicherlich ein bisschen was zu sagen kann, obwohl wir sozusagen diese politische Ebene heute wirklich nur leicht anstreifen können. Genau. Ein bisschen mehr zu diesem Contest, den wir vorhaben, wird meine Kollegin Annika Weilbach gleich erklären. Die kommt auch aus Kassel, vom Science Park Kassel, und die wird mit mir auch die Veranstaltung so ein bisschen mit moderieren. Last but not least, jemand, der das alles ineinander vereint, ist sicherlich Shai Hoffmann mit dem Demokratiebus am Puls der politischen Zeit, bei Start Next Berater, Crowdfunding erfahren und letztes Jahr auch schon bei uns auch sehr, sehr spannende Geschichten zu erzählen. Und wir würden jetzt einfach beginnen, dass die Annika mal ein bisschen erzählt, was wir in Kassel vorhaben, und dann würden wir reihum zu bestimmten Fragestellungen einfach mal, dass wir uns alle vorstellen, und dann würden wir aber auch relativ schnell die Runde öffnen und hoffen auf ganz, ganz viele Fragen von euch. Annika. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Annika Weilbach. Ich arbeite in Kassel am Science Park und bin dort zuständig für die Betreuung der Crowdfunding-Projekte unserer regionalen Page Unicard Crowdfunding. Die betreiben wir seit Anfang 2014 in Kooperation mit Startnext. Aus unserer Sicht relativ oder ziemlich erfolgreich. Also wir haben fast 60 Projekte auf der Seite, haben über 700.000 Euro Gelder, die Projekte dort eingeworben haben. Und wir haben im letzten Jahr das erste Mal einen Contest durchgeführt zum Thema Kultur, also Kulturprojekte, die dort gleichzeitig auf der Homepage, auf der Page online waren und um Unterstützer geworben haben, die dann zusätzliche Preisgelder bekommen konnten, nämlich die Projekte, die meisten Unterstützer hatten, haben zusätzliche Preisgelder gewonnen. Es hat sehr gut geklappt, und in diesem Jahr haben wir vor, das Ganze für soziale Projekte ins Leben zu rufen. Wir haben verschiedene Partner. Das ist einmal der Paritätische Wohlfahrtsverband Nordhessen und der AKGG in Kassel. Wir haben aber auch schon Gespräche mit dem AStA der Universität Kassel geführt, und wir haben auch Sponsoren, also Unternehmen aus Kassel, die Gelder, sozusagen die Preisgelder zur Verfügung stellen,
Die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, ist, diesen Contest, der im nächsten Monat dann quasi starten soll, also die Bewerbung starten soll, so publik zu machen, dass wir Projekte gewinnen. Sozial ist ein weiter Begriff. Für uns heißt sozial nicht nur soziales Startup, soziales Unternehmertum, sondern ebenso soziale Initiativen, also Vereine, die dort etwas starten können, studentische Initiativen, die soziale Projekte starten können. Wichtig ist eben, dass das Ziel der Projekte ist, ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Das ist für uns die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen in diesem Contest. Und deswegen ist es für uns besonders interessant, heute diese Erfahrungsberichte auch zu hören, sowohl von den Startern als auch von Seiten von Cent und von Startnext, um genau da zu gucken, wie funktioniert denn Crowdfunding für soziale Projekte, wo gibt es da Unterschiede. Und für uns ist das ja sozusagen der Einstieg jetzt in den konkreten Contest, der in Kürze bei uns startet. Ich würde dazu das Wort einmal an Markus übergeben und dich kurz bitten, Markus, vielleicht so ein paar einführende Worte zu Cent zu sagen, für diejenigen, die noch nicht wissen, was Cent ist, und dann vielleicht auf die Frage zu antworten, ob aus deiner Sicht das Thema Crowdfunding für soziales Unternehmertum zu einer zentralen Größe in der Finanzierung werden kann. Also danke für die tolle Einleitung. Also erstmal zum Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Das ist quasi eine Dachorganisation für das Thema Social Entrepreneurship. Und wir haben viele der spannenden Akteure, wo ich sage, Norbert sitzt gerade da von Social Impact, Ashoka, die Impact Hubs, also viele der Multiplikatoren, aber mittlerweile ganz, ganz viele Sozialunternehmer. Und wir haben vor einem Jahr selbst mit einem Crowdfunding gegründet, hatten damals quasi gut 130 Mitglieder und mittlerweile hat sich die Mitgliederanzahl in dem einen Jahr verdoppelt. Und das, was wir als Aufgabe sehen von Cent, ist auf der einen Seite eben den Sektor insgesamt mehr zu vernetzen. Also bisher ist es eben, dass Social Entrepreneurs in Deutschland noch nicht so vernetzt sind, wie jetzt in anderen Ländern, wo es ähnliche Organisationen schon gibt, den Sektor zu stärken, dass wir sagen, irgendwo mehr Transparenz reinzubekommen, welche unterschiedlichen Angebote gibt es denn, in welcher Phase, wo kann mir denn weitergeholfen werden. Und auf der anderen Seite mehr Sichtbarkeit zu geben, einmal nach außen, dass man einfach Social Entrepreneurship mehr wahrnimmt. Und genau das, was du eingangs gut beschrieben hast, dass viele ein totales Missverständnis haben, was Social Entrepreneurship wirklich ist. Und viele das in die Richtung Kommerzialisierung des sozialen Sektors, obwohl es darum eigentlich nicht geht. Es geht eher darum, dass man momentan Fortschritt und Innovation von der politischen Seite in erster Linie unterstützen, wenn es Venture Capital Modelle sind, wenn es klare, also der Shareholder-Value im Vordergrund steht. Alles, was für sozialen, gesellschaftlichen Fortschritt steht, da greifen viele dieser klassischen Programme nicht. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum sich Social Entrepreneurs relativ früh auch mit dem Crowdfunding auseinandergesetzt haben. Einfach, weil ich da die Menschen mitnehme, die Gesellschaft mitnehme. Und das ist auch zu deiner zweiten Frage. In meinen Augen ist es das ideale Instrument, um gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten. Also wenn wir von gesellschaftlichem Wandel reden, und momentan findet er ja de facto statt, also egal, nicht nur hier bei uns in Deutschland, wo wir eine gesellschaftliche Spaltung, große Umbrüche merken, sondern auf der ganzen Welt. Und ich finde es da immer interessant, in die Vergangenheit zu schauen, was war denn das letzte Mal, so große Umbruchphasen waren. Und nach der industriellen Revolution, wir feiern dieses Jahr 200 Jahre Raiffeisen, der damals die Raiffeisenbanken im Endeffekt auch nach einem Crowdfunding-Prinzip für die analoge Welt gegründet hat und das ja da ein ganz wichtiges Instrument war, auf der einen Seite gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen, aber das Ganze auch mit Unternehmertum, mit unternehmerischen Instrumenten zu verknüpfen und das Ganze, dass das dann nachhaltig wirkt. Und damals sind auch viele der Wohlfahrtsorganisationen entstanden, die ja auch aus im Endeffekt einer gesellschaftlichen Bewegung, die Gewerkschaften, die dann auf die Politik wieder eingewirkt haben, wo ich sage, es sind in Umbruchphasen, wenn wir gestalten wollen, dann müssen wir die Gesellschaft mitnehmen und deswegen sehe ich Crowdfunding eben da als ein wichtiges Instrument. Ich finde es auch interessant, über den deutschen Tellerrand zu schauen. Wir sind ja sehr, sehr weit hinten vom Crowdfunding, einfach weil die Politik das Thema sehr stiefmütterlich behandelt. In anderen Ländern, wo es von der Politik mit flankiert wird, ist es viel, viel weiter. Und ich habe mich mit einem der Vorsitzenden von dem französischen Netzwerk getroffen und da ist es mittlerweile, dass 50% der Social Entrepreneurs da ihre Startfinanzierung übers Crowdfunding eben einwerben. Und ich glaube, dass wir die nächsten Jahre da noch ganz, ganz viel Bewegung sehen werden. Okay, danke dir für diesen ersten Einblick. Ich würde dann direkt weiter wechseln zu dem ersten Projektbeispiel, zu Henrike. Und Henrike einmal bitten, Sitteinander kurz vorzustellen und
was hat euch denn damals bewogen, Crowdfunding zu machen? Und jetzt so rückblickend, würdet ihr es nochmal genauso machen oder würdet ihr etwas ändern? Wie war es als soziales Projekt beim Crowdfunding? Mhm. Also ich habe zusammen mit meinen Schwestern das Projekt Siteinander gegründet. Und Siteinander ist derzeit das größte digitale Netzwerk für Familien und Eltern in Deutschland. Und es hilft Familien dabei, sich miteinander zu vernetzen, um sich gegenseitig Kinderbetreuung auszutauschen. So nach dem Motto, ich sitte für dich und du sittest für mich. Und es braucht also keinen Fremden und keinen Babysitter mehr von außen. Wir haben da monatelang ehrenamtlich dran gearbeitet. Und irgendwann war der Punkt, wo wir Gelder brauchten, aber wir noch zu früh waren, um an Investoren dran zu treten. Und da schien uns Crowdfunding als optimale Lösung. Und ja, da kam uns einfach in den Sinn, es macht am meisten Sinn, eben mit unserer Community zu arbeiten und auch zu sehen, dass die Community einem auch das Produkt möchte und die Idee mit verwirklichen möchte. Und deswegen haben wir uns für Crowdfunding entschieden. Ja, die nächste Frage war, ob du es nochmal genauso machen würdest oder was ihr ändern würdet? Also wir würden es auf Wir würden es nicht nochmal genauso machen, wie wir es gemacht haben. Erstmal hat uns Crowdfunding unglaublich dabei geholfen, zum einen die Überbrückung zu bekommen, die finanzielle Überbrückung. Wir haben auch nur erstmal einen kleineren Betrag eingesammelt, zwischen 5.000 und 10.000 Euro waren das Ziel, 8.000 Euro haben wir eingesammelt. Und der zweite große Grund, warum wir Crowdfunding gemacht haben, war eben die Sichtbarkeit, um eben gesellschaftlichen Wandel zu erreichen. Wie Markus auch gerade meinte, war ganz schön, man muss die Gesellschaft dazu mitnehmen, dazu muss man sich sichtbar machen. Und dafür würde ich auch jedem Crowdfunding empfehlen, weil es dazu hilft, sich sichtbar überhaupt zu machen. Und das hat ganz gut geklappt. Und wir würden verschiedene... Am besten macht jetzt das immer nachher in meiner Fragenrunde, was wir noch anders machen würden, was wir richtig machen würden. Es waren verschiedene Sachen. Also zum einen würden wir viel früher Feedback von außen einholen, was zum Beispiel die Goodies betrifft. Da haben wir gemerkt, okay, das hätten wir noch besser machen können. Andere haben sich die Leute was anderes gewünscht. Ganz wichtig war auch, den Leuten zu erklären, was ist überhaupt Crowdfunding, weil wir gehen immer davon aus, wir kennen das, wir wissen, was das ist. Viele von außen haben das aber noch nie gehört und würden unterstützen und finden das Projekt toll und würden auch spenden, aber die verstehen das Konzept noch gar nicht. Und das ist ganz wichtig, dass man mindestens 2 Wochen vorher überhaupt erklärt, was das ist. Wie habt ihr eure Zielgruppe angesprochen? Also wenn du jetzt gerade sagst, du musst es den Menschen erklären, was Crowdfunding ist, dann hast du sie auch offline getroffen und gesprochen oder wie habt ihr eure Zielgruppe erreicht? Ja, zum einen, wir hatten schon über Facebook eine riesen Community aufgebaut. Da haben wir auch ein Erklärvideo gemacht, was es ist, so ganz einfach verbildlich dargestellt. Und dann, was wir sowieso über Siteinander mal machen, wir veranstalten so Familien- und Eltern-Meetups in verschiedenen Bezirken. Da haben wir das dann auch teilweise erklärt. Und was wir auch gemacht haben, was ich auch jedem empfehlen kann, wenn es soweit ist und es zum Crowdfunding kommt, eine Crowdfunding-Party haben wir gemacht und auf dieser Veranstaltung, auf diesem Event auch nochmal erzählen, was das überhaupt ist. Weil selbst auf der Party, die da hinkommen, die Leute, die wissen es teilweise auch noch nicht. Wir finden die Idee toll und kommen auch wegen dem Produkt dorthin. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie es verstanden haben, was es ist. Und da nochmal das genauer zu erklären, ist ganz, ganz wichtig. Okay, danke dir. David, jetzt war ich die Geschichte ein bisschen anders gelaufen. Wir hatten eine etwas andere Vorgeschichte. Aber vielleicht kannst du auch erstmal Quartiermeister, die im Übrigen auch draußen sind. Das heißt also, nach dieser Veranstaltung können wir dort alle weiter diskutieren bei einem Bierchen beim Quartiermeister, den Quartiermeister vorzustellen und dann vielleicht auch sozusagen, warum habt ihr eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und wie ist es gelaufen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank und auch von mir nochmal willkommen zu dem Panel. Ich bin David, ich bin einer der Geschäftsführer von Quartiermeister. Wir sind ein Social Business aus Berlin. Wir sind aber auch gleichzeitig eine Biermarke und fördern mit den Gewinnen aus dem Bierverkauf soziale Projekte dort, wo das Bier getrunken wird. Wir haben im Juli diesen Jahres erstmalig eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und diese auch tatsächlich erfolgreich abgeschlossen mit, ich glaube, auch an die 33.000 Euro. Wir wollten ursprünglich mal 50 haben, sind aber dann tatsächlich runtergegangen, weil wir gemerkt haben, okay, es zieht nicht so, wie wir wollen. Das hat verschiedene Gründe, da sind wir auch dabei, das noch aufzuarbeiten, beziehungsweise haben das auch eigentlich ganz gut analysiert. Also ich kann sagen,
ich stehe Crowdfunding an sich nicht kritisch gegenüber im Sinne von, dass es keinen Sinn macht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, für Quartiermeister in der Situation, in der wir waren, hat es vielleicht nicht den vollen Sinn gemacht oder hat nicht den Effekt gehabt, den wir uns vielleicht erwünscht hätten. Das hat verschiedene Faktoren. Zum einen, also gibt es Quartiermeister bereits seit 6-7 Jahren. Wir sind eine GmbH mit Vorsteuerabzugsberechtigung. Wenn du in dem Moment ein Produkt über eine Startnext-Seite verkaufst an einen Endkunden, ist der gesamte Prozess erstmal sehr teuer. Also wir zahlen auf jeden Verkauf zahlen wir erstmal 19% Mehrwertsteuer, dann hast du noch 7% Transaktionssteuer plus das, was an die Startnext-Seite geht, dann gehen erstmal 26% deines Funding-Betrags erstmal weg. So, da hast du noch keine einzige Dienstleistung, die du da irgendwie als Dankeschön anbietest, hast du noch nicht gekauft. Und also da haben wir schon gemerkt, okay, dass wenn wir da irgendwie, selbst wenn wir irgendwie 50.000 eingenommen hätten, wären am Ende vielleicht so, ja, so 15.000 bei uns übrig geblieben. Ne? Also da ist der Aufwand zum Ertrag bei uns schon auch durchaus fragwürdig gewesen. Dazu kommt natürlich, dass die Kampagne an sich natürlich sehr viel Zeit und auch Manpower bindet, gerade in diesem einen Monat, aber auch vorher und auch nachher mit dem Versenden der Dankeschöns. Was uns natürlich während, also wir verkaufen ja aktuell auch schon Bier und ist auch gerade im Juli, ist natürlich auch unsere selbstgewählte Entscheidung gewesen, aber im Juli ist durchaus auch ein recht hektischer Monat für den Bierverkauf. Das hat uns natürlich auch ein bisschen von der eigentlichen Arbeit abgehalten und da ist einfach auch die Entscheidung zu gucken, okay, wie viel Sinn macht am Ende das, was rauskommt für den Ertrag, den du eben sonst in andere Arbeit stecken könntest, die deinem Geschäft eigentlich sonst entsprechen. Nichtsdestotrotz würde ich es, glaube ich, wieder tun, allerdings unter anderen Vorzeichen. Ich glaube, ich kann mich da ganz gut anschließen, was Marie gesagt hat, dass es eben darum geht, früher die Leute einzubeziehen, was die Dankeschöns und was die Analyse und Evaluation deiner Kampagne an sich angeht. Ich glaube, wir haben nicht unterschätzt, was den Aufwand an sich angeht, aber es ist schon so, dass auch gerade jetzt im Nachgang sehr viele Fragen aufkommen. Also da gibt es dann teilweise sehr detaillierte Probleme, die man so vorher nicht unbedingt gesehen hat am Anfang mit dem Versenden der Dankeschöns oder dann will die eine Person nochmal irgendwas Spezielleres oder so. Das ist dann schon auch teilweise etwas sehr detailliert und auch komplex, was dann wiederum auch Zeit frisst, die man so vielleicht nicht vorher eingeplant hat. Ja. Ich glaube, in abgespeckter Version mit einem konkreteren Case für das Funding an sich würde ich es, glaube ich, wieder machen. Gerade wenn es vielleicht bei uns darum geht, nochmal eine neue Biersorte rauszubringen, da kann man dann auch gleich mit abdecken oder abfragen, inwiefern das auch von der Community gewünscht ist. Wollt ihr vielleicht ein, was weiß ich, Pale Ale oder wollt ihr lieber ein Schwarzbier? Und dann kann man eben so ein bisschen auch fühlen, was da irgendwie vorhanden ist und was an Nachfrage auch da ist. Ja. Okay, also wir haben gelernt aus diesen beiden Projekten, dass der Zeitpunkt sehr, sehr wichtig ist und die Planung vor allen Dingen sehr, sehr wichtig ist und dass man eine Crowdfunding-Kampagne sicherlich nicht mal ebenso in die Crowdfunding-Plattform schmeißen kann, sondern dass das wirklich sehr viel Kommunikation auch im Vorfeld und sicherlich auch die Einbindung von sehr vielen Nutzern auch im Vorfeld erfordert. Vielleicht noch mal eine ganz kurz ergänzende Frage. Es geht ja um soziale Projekte. Quartiermeister hat auch einen sozialen Impact. Vielleicht könntest du da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, dass wir das nochmal so einordnen können. Gerne. Also genau, wir fördern mit unseren Gewinnen soziale Projekte. Die Menschen, die das Bier trinken, aber auch alle anderen können mitentscheiden, welche Projekte gefördert werden. Wir verwenden an sich den Schlüssel über das, was eben in Berlin getrunken wird. Dann geht eben der soziale Ertrag auch in Berliner Projekte. Man kann jederzeit, jetzt gerade könnt ihr online gehen, über unsere Online-Bestimmung mitbestimmen, welche Projekte das sein sollen. Wir wollen damit eine Re-Regionalisierung der Wertschöpfung wiederherstellen und auch zeigen, dass Konsum eben was Gutes sein kann und eben nicht ausschließlich negativ behaftet sein muss. Okay, vielen Dank. Shai, Startnext. Markus hat es erzählt, in Frankreich waren es, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden, 50% der Crowdfunding, der sozialen Projekte, die über Crowdfunding finanziert werden. Wie sieht das in Deutschland aus? Du hast ein bisschen den Blick, weil du bist Berater bei Startnext. Vielleicht kannst du da uns mal kurz die Situation entschieden. Gibt es ein Mehr an Crowdfunding-Projekten mit sozialen Hintergrund und gibt es da Besonderheiten? Also erstmal vielen Dank für die Einladung und hallo, herzlich willkommen. Shai Hoffmann, ich bin Projektberater bei Startnext. Wer hier im Raum kennt Startnext nicht? Okay. Startnext ist die größte deutschsprachige Crowdfunding-Plattform, Reward-Based Crowdfunding. Das bedeutet, wenn euch ein Projekt gefällt oder ein Produkt gefällt oder eine
ja, oder ein Konzept gefällt, was ihr im Pitch-Video seht, dann könnt ihr sozusagen Geld geben. Und das tut ihr, bis das Ziel, das Funding-Ziel erreicht wird. Und erst dann, wenn dieses Funding-Ziel erreicht wird, bekommt der Starter oder die Starterin das Geld ausgezahlt und kann ihre oder seine Idee realisieren und euch dann das Produkt oder was auch immer ihr unterstützt habt, ausliefern. Das ist im groben Crowdfunding. Soziale Projekte. Crowdfunding beobachte ich als Projektberater so, dass die Menschen, die Projekte bei uns unterstützen, sehr am gesellschaftlichen Wandel interessiert sind und Lösungen angeboten bekommen möchten. Und die Starter, insofern oder Starterinnen, insofern sie gute Ideen aufsetzen, beziehungsweise das natürlich auch einhergeht mit, welche Geschichte erzähle ich eigentlich, also das Storytelling, wie emotionalisiere ich die Menschen da draußen, damit sie mir Geld geben, wenn das sozusagen kapiert wird sozusagen oder verstanden wird, dann ist da ein sehr großer Wille da von unserer Community, die übrigens mittlerweile über 1 Million Menschen groß ist, zu unterstützen. Das passiert unter anderem in Form von einem Unternehmen wie Einhornkondome, die das Kondome kaufen, das Kauf-Experience oder die Kauf-Experience sozusagen revolutionieren, indem sie, kennt jemand Einhornkondome? Ja? Okay, wer nutzt sie? Na gut. Also Einhornkondome versucht Kondome in so Chipstüten zu verpacken und damit sind sie sozusagen an den Markt gegangen, sagen, dass sie sozusagen die Einnahmen, die sie oder die Gewinne, die sie erwirtschaften, sexueller Aufklärung zugutekommen lassen. Sich auch angucken, wie der ganze Entstehungsprozess aussieht, dass das alles fair und nachhaltig ist. Es gibt aber auch eben Social Businesses wie Quartiermeister oder Sit-Einander, oder 2015 die große vermeintliche Flüchtlingskrise. Da gibt es und Unternehmen mittlerweile wie Über den Tellerrand kochen, die erkannt haben, dass wir Geflüchtete mit einbeziehen müssen und Kochbücher mit Geflüchteten entwickeln, Kochkurse, auch mit einem Projekt, das ich sozusagen initiiert habe, auch über Startnext, nämlich den Bus der Begegnungen, wo wir zur Bundestagswahl durch Deutschland gefahren sind und mit Menschen auf Marktplätzen gesprochen haben und sie gefragt haben, wovor haben sie Angst, wenn sie in die Zukunft gucken. Und da haben wir die über den Tellerrand kochen mitgenommen. Und das Schöne an dem sozialen Gedanken beziehungsweise auch dieser sozialen Projekte ist, ich habe das Gefühl, dass gerade hier in Berlin die viele Projekte auch vernetzt sind miteinander und es immer geschaut wird, irgendwie, dass es Kooperationen gibt, was ich total toll finde. Von daher, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. 50% unserer Crowdfunding-Einnahmen werden noch nicht über soziale Businesses sozusagen, die sich gründen möchten, finanziert. Aber es wird immer mehr. Okay, vielen Dank, Jai. Es wird immer mehr und vielleicht sind ja hier auch einige zukünftige Crowdfunder, um Gottes Willen, dabei. Wir würden jetzt nach einmal dieser Rundschau, würden wir eigentlich schon gerne die Diskussion öffnen. Gibt es Fragen im Publikum oder Anmerkungen da hinten? Ich würde Sie bitten, quasi sozusagen hier vorne zu dem Mikro in die Mitte zu kommen und dort Ihre Frage zu stellen. Und da können dann auch eigentlich alle weiteren, die Fragen haben, eigentlich auch schon mit dazukommen. Und ich würde Sie bitten, vielleicht einmal ganz kurz Ihren Namen zu sagen. Ja, ich bin Norbert Kunz, ich bin Geschäftsführer der Social Impact. Ich würde gerne noch etwas ergänzen. Ich habe eigentlich gar nicht eine direkte Frage. Aber wir haben ja 2013 mit Startnext die erste Page für soziale Projekte aufgebaut. Also die Social Impact ist europaweit das größte Social Business Inkubationsnetzwerk. Wir haben mehrere hundert Social Startups betreut und haben angefangen, halt eben Crowdfunding als eine Finanzierungsstruktur zu wählen, weil viele Startups keinen Zugang zu normalen klassischen Finanzierung hat. Wir haben von mehreren hundert 45
kuratiert und die sehr intensiv dabei betreut, eine ordentliche Crowdfunding-Kampagne zu entwickeln. Also wirklich die ganzen Regelwerke, was ist eigentlich wichtig und notwendig, um erfolgreich Crowdfunding leisten zu können. Und wir haben im Moment, liegen wir bei über 2 Millionen Euro, die wir für soziale Projekte, für 45 soziale Projekte geraced haben, gemeinsam auf der Startnext-Plattform. Und ich glaube, das, was David und Maria vorhin halt kurz angedeutet haben, es ist wahnsinnig wichtig, die Dinge erstens super gut vorzubereiten, in super coolen Zeitplan zu haben, also genau zu sagen, wie ist meine Kampagne aufgebaut, wann muss ich nachlegen, wann muss ich sozusagen mein Netzwerk wieder erneut anschreiben, wie sieht mein Außenauftritt aus, wie sieht ein Video aus, wie strukturiere ich das, und das muss vorher hundertprozentig klar sein, gut strukturiert sein, klar definiert sein, man muss seinen Arbeitseinsatz klären, weil sonst scheitert man. Wir haben von unseren 45 Projekten ist ein Projekt gescheitert, alle anderen sind so durchgekommen und war auch weit über dem hinaus, was eigentlich ursprünglich geplant war. Also von daher, Crowdfunding ist ein super Instrument, aber es ist nicht die Lösung der Finanzierung für Startups. Das muss man einfach sagen. Wir haben bei unseren Startups wirklich super gut analysiert. Wir wissen eigentlich, im Durchschnitt liegt der Finanzierungsbedarf für unsere Social Startups beim Betrag zwischen 75.000 und 200.000 Euro. Und der durchschnittliche Ertrag, den wir bei Crowdfunding haben, liegt bei 25.000, 30.000 Euro. Das ist also noch ein riesiges Gap. Darüber muss man nachdenken, wie man das löst. Okay, gibt es da? Schei, möchtest du? Und ich möchte auch. Vielen Dank, Norbert. Wichtige Information. Es gibt mittlerweile auch, und du erwähntest es, also Page-Modelle sozusagen, unter anderem mit euch als Science Starter oder auch mit dem Social Impact. Aber es gibt auch viele weitere Pages, die wir sozusagen anbieten bzw. in Kooperationen gehen. Das, was jetzt sozusagen, das, woran auch Markus ganz lange gearbeitet hat, wir waren nämlich mal Kollegen, ist sozusagen jetzt ein Co-Funding-Modell, dass man im Prinzip jetzt sagen kann, pass auf, ich mache mir nicht den Aufwand und bewerbe mich mit einem Riesenkredit bei einer Bank, sondern es gibt mittlerweile Pages, also Kooperationen mit unter anderem der Investitionsbank Berlin-Brandenburg, wo ich als Starter sagen kann, ich kontaktiere, also ich connecte mich mit der Bank und sage der Bank, ich möchte ein Crowdfunding machen. Die Bank sagt, wenn ein Crowdfunding 10.000 Euro erfolgreich ist sozusagen, dann ist das ein Proof of Concept für uns und wir brauchen nicht mehr diesen ganzen bürokratischen Apparat, den wir normalerweise bräuchten, wenn du bei uns einen Kredit beantragst, sondern das gilt sozusagen, es gibt nichts Besseres, keinen besseren Proof of Concept als Kunden, potenzielle Kunden, die dein Produkt sozusagen oder an dein Produkt glauben und dann gibt es sozusagen die 10.000 Euro von der Crowd da draußen und obendrauf dann nochmal 20.000 oder 30.000 Euro von der Bank. Das ist sozusagen das neue Co-Funding-Modell, was vor allen Dingen auch Markus Sauerhammer zu seinen Startnext-Zeiten auf den Weg gebracht hat. Markus, möchtest du auch noch? Ja, also ich wollte nur noch ganz kurz, ich finde es total super, das, was du sagst, dass wir eine riesen Lücke haben. Und ich meine, ihr habt die Herausforderungen auch nochmal skizziert. Und das, was Schei sagt, ist eigentlich der nächste logische Schritt. Also ich habe vorher in der klassischen Gründungsberatung gearbeitet und die meisten Gründer scheitern eben nicht an der Finanzierung, sondern die scheitern daran, ob es genug Kunden gibt, die das Produkt wirklich kaufen wollen. Also die scheitern am Markt. Und das, was Crowdfunding, du hast ja gesagt, wenn wir eine neue Biersorte ausprobieren, dann würden wir jetzt wieder schauen, okay, kommt es an bei der Zielgruppe? Und das ist eigentlich das, wo ich sage, das sind die nächsten Schritte. Und morgen, die IBB wird um 12 Uhr auch hier sein. Also da ist nochmal Finanzierung, Social Entrepreneurship, da werden die genau den Baustein nochmal vorstellen. Nur da auch nochmal als Appell, ich weiß nicht, wer jetzt alles im Gründungsförderungsbereich da ist, da sind die viel, viel, viel zurückhaltend. Denn wir haben hier wahnsinnige Potenziale und gerade weil öffentliche Förderbanken noch zu zögerlich umgehen, weil die Anschlussfinanzierung eben nicht die erforderlichen, sage ich mal, 50, 100.000, 150.000, sondern dass die momentan nur Mikrodarlehen nehmen. Und da ist es was, wo noch viel Entwicklungspotenzial da ist, genauso Stiftungen, die mittlerweile eben rangehen, dass sie Anschlussfinanzierungen machen. Und da ist wahnsinnig viel Potenzial. Und da ist es, glaube ich, auch, also alle, die hier sind, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wir müssen uns überlegen, was aktuell da ist. Wenn jemand sein Unternehmen finanziert über einen Investor, dann gibt es Investitionszuschuss, Wagniskapital und den Hightech-Gründerfonds, Matching-Fonds, also der quasi nochmal Geld mit reingibt. Und da hat der Staat mit unseren Steuergeldern, unterstützt er das, wenn Investoreninteressen im Vordergrund stehen. Wo ich sage, das macht auch Sinn, aber
man muss auch die andere Seite, genauso bei Förderdarlehen über Banken und bei Crowdfunding, und da ist es das, was du bei deiner Kalkulation, wo ich da schon einhaken wollte, da zahlen wir 19% Umsatz. Also wir müssen uns überlegen, wenn wir gemeinsam eine Idee gut finden und diese Idee gemeinsam finanzieren, dann zahlen wir Steuern. Und wenn wir, also wenn eine Bank oder ein Investor das Ganze finanziert, die ihr Eigeninteressen haben, dann bekommen die von unseren Steuern einen Zuschuss. Und das ist ja eigentlich das, was verrückt ist, um da die nächsten Schritte zu gehen. Und da einfach mehr Mut und lasst uns da machen. Okay, das war jetzt so ein bisschen noch mehr die politische Ebene. Bitte die nächste Frage. Ja, grüß euch. Mein Name ist Christoph Siegel-Grüb und ich habe jetzt eine Frage, die vielleicht jetzt nicht so ganz genau reinpasst. Ich würde sie euch gerne aber trotzdem stellen, auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich gleich komplett oute, der Social Entrepreneurship nicht verstanden hat. Wir haben ja vorher gehört, also super, was ihr macht. Ich würde sowas gerne auch machen, aber eine ganz große Frage, die natürlich im Raum steht. Wir haben vorher gehört bei Quartiermeister, ihr nehmt, wenn ich das richtig verstanden habe, euren kompletten Gewinn und fördert damit soziale Projekte. Wo kommt ihr? Wie verdient ihr Geld? Also ihr müsst ja auch Miete bezahlen, Kleidung kaufen etc. Wie funktioniert sowas? Ja, also betriebswirtschaftlich gesehen sind Gewinne Umsatz minus Kosten. Kosten sind auch Personalkosten. Ich meine deine eigenen Kosten. Also bitte? Für dich, du musst ja auch irgendwie da Geld. Na klar, ich bin ja Geschäftsführer, ich kriege Personal, ne? Also Personal, ich kriege ein Gehalt, es ist in den Personalkosten okay. Mit drin. Wir bilden genauso Rücklagen, wir bilden genauso Investitionskosten für anstehende Projekte, die wir haben. Also es ist nicht so, nur weil wir sagen, wir fördern mit unseren Gewinnen soziale Projekte, dass wir alle von irgendwie Hartz IV oder Luft und Liebe leben. Also wir können unsere Leute bezahlen. Wir sind mittlerweile 12 Leute, die bei uns Vollzeit arbeiten. Also das funktioniert schon. Es ist durchaus eine größere Herausforderung, jetzt einfach mal sagen, als, sag ich mal, ein nicht soziales Unternehmen zu führen. Aber das ist okay. Wir stehen ja vor den großen Herausforderungen und deshalb muss man es angehen, sag ich mal so. Danke. Ja. Vielen Dank für die Frage. Das ist genau das, was ich meinte. Halt eben diese Fragen kommen halt eben sehr, sehr oft, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und deswegen war es gut, dass Sie diese Frage gestellt haben. Das ist, ich glaube, Social Entrepreneurship heißt nicht, dass es keine Geschäftsmodelle gibt und dass man auch nicht Geld verdienen kann, sondern es heißt, dass man neben den Geschäftsmodellen auch einen gesellschaftlichen Impact, einen Wert setzt, der ungefähr genau auch sozusagen die gleiche Bedeutung hat. Und das ist so ein bisschen vielleicht wirklich auch das Neue. So, bitte die nächste Frage. Hallo, ich heiße Antonia Bartning und habe nachhaltige Unternehmensführung in Eberswalde studiert und nun ein Spiel entwickelt zum Thema nachhaltige Gründung. Und meine letzte Crowdfunding-Kampagne liegt 4 Jahre zurück. Jetzt möchte ich mein Spiel in den nächsten Wochen selber über Crowdfunding finanzieren und habe da die Frage an euch, was hat sich in den letzten Jahren verändert und worauf kann ich speziell bei einem Spiel noch besonders achten hinsichtlich Crowdfunding? Enrique, wenn ich vielleicht dich mal dazu ansprechen würde, sozusagen, wie geht man es jetzt an? Wie würdest du es jetzt angehen, wenn du jetzt genau sozusagen so eine Crowdfunding-Kampagne mit deinem Erfahrungshintergrund, den du jetzt mit deiner Kampagne gemacht hast, jetzt angehen? Was sind die konkreten Schritte? Ja, also erstmal Vergleichswerte zu damals kann ich jetzt nicht so bieten, weil damals hatte ich mich noch gar nicht mit Crowdfunding beschäftigt. Ich kann dir erst sagen, wie es heutzutage ist. Und bei mir kommt ja auch hinzu, dass mein Produkt, vergleichsweise zu deinem Produkt, nicht ein Produkt war, was ich in die Hand nehmen kann, wodurch du schon große Vorteile hast. Weil wir mit unserer App hatten halt die Schwierigkeiten, was bieten wir den Leuten an, unser Produkt zu finanzieren, auch wenn die jetzt nichts in der Hand haben, wo die rein investieren. Und bei dir könntest du ja direkt das Produkt als Wert eben anbieten. Genau, von daher ist es also schon mal ein super positiver Mehrwert. Und was ich dir empfehlen kann, waren teilweise schon die Punkte, die ich genannt habe, vorher auf jeden Fall schon eine große Community haben, die dich an dem Starttag auf jeden Fall unterstützt. Und im besten Fall auch Blogger und haben, die darüber berichten. Vielleicht kennst du auch schon Bekannte, die in der Presse unterwegs sind, die auch darüber berichten können, dass an dem Tag, wenn es losgeht, gerade an dem Starttag richtig so ein Boom kommt, dass du auch gleich ganz nach oben kommst am ersten Tag, weil der erste Tag ist mitunter und der zweite Tag mit am wichtigsten, dass du darauf achtest und das ganz strukturiert und gut vorbereitest. Genau. Schein möchte noch was. Ich will nur hinzufügen, dass bevor du das alles machst, würde ich dir raten, einfach Projekte zu suchen im Internet, die
auch sich mit Spielen sozusagen finanziert haben in einem Crowdfunding und zu gucken, wie haben die eigentlich kommuniziert, wie haben die geworben auf deren Facebook-Seiten, haben die neuen sozialen Medien genutzt, wie, weiß ich nicht, Insta-Stories, wo sie sozusagen kurze Ausschnitte von ihrem Spiel zeigen, was total Spaß macht und vielleicht ist es ja ein Trinkspiel, ich weiß es nicht. Aber genau, also irgendwie zeigen, warum die Leute da draußen dein Spiel haben sollen. Learn from the best. Vielleicht kann ich auch kurz noch einen Satz dazu sagen. Sehr gerne. Es gibt ja mittlerweile auch tatsächlich Studien zu Crowdfunding-Kampagnen, wie die verlaufen. Und also es ist eigentlich so, dass eine Crowdfunding-Kampagne wie so ein U verläuft. Ne? Also am Anfang gibt es viele Unterstützer, weil die Leute erstmalig drauf stoßen und dann sagen, ja klar, mache ich. Dann ist das ein kleines Loch, ein Tal während der Laufzeit, wo dann eben nicht mehr so viel Aufmerksamkeit da ist. Dann gehen die Zahlen zurück und am Ende, wenn es dann eben zum Ende der Kampagne geht und es eine All-or-Nothing-Kampagne ist, dann geht es wieder hoch. Für uns war es tatsächlich extrem schwierig zu sehen am Anfang, dass viele Leute, die auch schon unsere Crowd sind, sich nicht von vornherein, also direkt am Anfang unterstützt haben. Die haben alle gesagt, ja, sind ja 30 Tage, ich habe ja noch Zeit. Das ist natürlich verständlich und kann ich auch als Privatperson verstehen. Als jemand, der die Kampagne macht, ist es natürlich sehr aufreibend, weil du gerade am Anfang eben guckst, du willst am Anfang. Du brauchst sicherlich am Anfang einige Prozentzahlen mehr, als sie dann am Ende reinkommen werden. Dementsprechend sicherlich auch den Appell an deine Crowd, vielleicht schon von vornherein zu sagen, Leute, gebt mir so früh Geld, wie ihr könnt, weil das hilft mir und meinem Seelenfrieden mehr, als wenn ihr es mir am Ende gebt, weil dann geht es dir auf jeden Fall besser. So. Okay, alles klar, danke. Hallo, mein Name ist Christoph Lutz und ich möchte auch Immobilien-Crowdfunding machen und ich wollte jetzt noch mal kurz die Henrike fragen. Henrike, kannst du das sagen, bei was für einer Plattform du gefoundet hast? Auf welcher Plattform wir das Crowdfunding gemacht haben? Wir haben das Crowdfunding auf Startnext gemacht. Und war das jetzt nur die Frage oder wo wird das gemacht? Nee, und dann, das war jetzt ein Teil von der Frage. Ne? Und ja, es ist schon klar, dass man eine gewisse Community am Anfang macht. Und da hätte ich noch die Frage, wie habt ihr die aufgebaut? Habt ihr über Facebook gegangen oder was ist da das Beste, wenn man da eine Community aufbauen möchte? Also wir haben die Community tatsächlich hauptsächlich über Facebook aufgebaut. Da hatten wir nicht nur unsere Seite auf Facebook, sondern halt eine richtige Gruppe erstellt, weil das ist ganz wichtig, dann kriegst du einfach mehr Benachrichtigungen, weil die Seiten gehen ja unter, die Benachrichtigungen heutzutage. Ich muss dazu aber auch sagen, dass es für uns ein bisschen einfacher war. Wir hatten ja die Zielgruppe Eltern und die sind ganz leicht zu finden, die sind leicht zu erreichen und auch unsere Zielgruppe Eltern sind auch noch ganz viel auf Facebook unterwegs und ganz aktiv. Heutzutage sind aber die meisten Leute, ich weiß nicht, welches, Immobilien, irgendwas wolltest du machen? Zielgruppen. Ja, genau. Ganz viele sind aber nicht mehr auf Facebook unterwegs. Und das Marketing auf Facebook stirbt ja immer mehr und mehr. Und eigentlich lohnt sich gar nicht mehr so viel Marketingaktivitäten und Energie dort reinzustecken. Also es kommt ein bisschen auf dein Produkt an. Für uns ist Facebook-Gruppen nach wie vor super, aber eigentlich würde ich fast davon ehrlich gesagt abraten, weil es mehr stirbt. Dann würde ich mir deine Zielgruppe angucken, das Alter deiner Zielgruppe und wo sich das Alter deiner Zielgruppe bewegt. Ne? Ist es jetzt ganz jung, eher dann Instagram, älter Facebook und so weiter, es gibt Snapchat, was auch immer. Da würde ich mir die Zielgruppe angucken. Ich weiß nicht genau, was jetzt deine Idee ist. Da müsste ich das genau wissen, um dir da noch einen Tipp noch zu geben. Ja gut, ich möchte Immobilien finanzieren über Crowdfunding und die dann quasi vermieten. Also ich habe schon welche vermietet an Rentner oder auch an teilweise Hartz-IV-Empfänger, so, wo einfach nicht sich diese hohen Mietpreise leisten können. Ich möchte also bezahlbaren Wohnraum schaffen und ich selber mache das schon. Ich möchte es jetzt aber noch größer machen, dass sich quasi mehr Leute, also quasi auch als Investoren beteiligen und dann. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Sozialen ist, wahrscheinlich gibt es da keine Rendite, aber ich würde zum Beispiel den Leuten auch einen gewissen Teil von den Mieteinnahmen würde ich wieder ausschütten. So, das war eigentlich meine Idee, damit die auch was davon haben. Da, Markus? Also ich glaube, da ist es nochmal wichtig, dass wir die unterschiedlichen Crowdfunding-Arten anschauen, weil das, was du gerade beschreibst, da ist Crowdinvesting super spannend. Und hier ist es ja jetzt gegenleistungsbasiertes, also Reward-Based Crowdfunding. Also wo ich sage, okay, wenn jemand mich unterstützt, dann gebe ich was zurück. Bei dem Immobilien-Crowdfunding gibt es eine ganze Reihe von spezialisierten Plattformen, die das über Nachrangdarlehen machen. Oder was auch eine Möglichkeit ist, dass du ein genossenschaftliches Crowdinvesting machst.
Und das sind andere Finanzierungsarten und da kannst du das eben auch mit der finanziellen Rendite mit einbauen, dass die Investoren da was haben, weil deine Zielgruppe ja, die du unterstützen wirst, ist ja dann, wo ich sage, okay, es sollen Obdachlose oder es sollen Sozialwohnungen entstehen. Und das ist, glaube ich, schon was, wo man Leute gut mitnehmen kann und die Rendite dann eben nicht so hoch sein muss wie bei einem klassischen Immobilien-Crowdinvesting. Okay, alles klar. Dankeschön. Die nächste Frage. Ja, hallo, mein Name ist Michael Maas. Ich komme von der Universität Leipzig. Ich und mein Team, wir haben jetzt seit kurzem angefangen, in der Uni mit einem Exist-Stipendium ein Startup zu gründen. Und die ganz generelle Frage ist, Finanzierung im Anschluss an das eine Jahr Exist-Stipendium, sind wir halt am Gucken, was ist möglich. Und für uns fiel Crowdfunding eigentlich raus, weil es bei so uns, wir haben einen Nischenmarkt im Prinzip, den wir anvisieren wollen. Und wir denken, dass wir über Crowdfunding uns mit unserer Idee im Prinzip nackig machen, vor allen Leuten. Und unsere Idee ist halt so ein bisschen, wie gesagt, Nische. Und es sollte nicht jeder darauf aufmerksam gemacht werden, um halt die Konkurrenz nach Möglichkeit nicht anzulocken. Nun weiß ich halt nicht, ob es dann trotzdem eine Möglichkeit gibt, Ihrer Meinung nach, so eine Dinge dann auch über Crowdfunding doch zu machen. Ich schaue mal ein bisschen die Annika an, weil mit Exist-Stipendien haben wir an der Uni Kassel auch ganz gute Erfahrungen und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Genau, also ich weiß ja jetzt nicht ganz genau, worum es bei dem Produkt, bei dem Projekt geht, aber generell, klar, beim Crowdfunding muss man sich bewusst sein, dass man eben an die Öffentlichkeit geht und darum geht es ja beim Crowdfunding eben auch einerseits seine Community aufzubauen oder zu vergrößern und andererseits aber auch abzutasten, wie kommt mein Projekt, mein Produkt denn überhaupt auf dem Markt an. Jetzt ist die Frage, wenn das Produkt so weit fertig ist, dass es sowieso bald auf den Markt gehen kann, dann könnte ja das Crowdfunding ein guter Vertriebskanal sein, um damit einfach direkt zu starten und ein geringeres Risiko auch zu haben, also geringere Kosten am Anfang bei der Produktion. Man muss weniger in Vorleistung gehen, wenn man es beim Crowdfunding online stellt und schaut, ist die Nachfrage da und nachgelagert dann die Produktion übernimmt, dann passt das. Es ist jetzt so eine Frage, so ein bisschen, wie ist das bei diesem Produkt? Wollt ihr damit nicht rausgehen, auch wegen Schutzrechtssachen oder generell wegen Nachahmern? Wenn ihr davor Angst habt, dann stellt sich die Frage nicht nur beim Crowdfunding, sondern generell, wenn ihr auf den Markt geht, irgendwann müsst ihr ja in die Öffentlichkeit gehen. Und ganz allgemein zum Thema Exist und Gründung, Entschuldigung, also Crowdfunding ist für viele Gründungsprojekte, die wir an der Uni Kassel betreut haben, ein gutes Tool gewesen, um auch sich selber zu verifizieren oder zu validieren. Also Projekte, die während der Exist-Laufzeit ein Crowdfunding gemacht haben, um ihre ersten Prototypen zu entwickeln oder ihre ersten Produkte zu entwickeln. Oder auch genauso gab es Projekte, die vor einem Exist-Antrag Crowdfunding gemacht haben und dann eben bei einem Exist-Antrag das als positives Merkmal angeben konnten, dass sie da schon gezeigt haben, es gibt einen Markt, es gibt eine Nachfrage und da lässt sich das an vielfältigen Stellen einfach einbauen. Ergänzung vielleicht? Ergänzung, ja. Also ich würde auf jeden Fall dir auch noch die Angst rausnehmen, dass, was du meintest, dass die Konkurrenz dich sieht oder dergleichen oder vor Nachahmung, weil das solltest du nicht haben. Und gerade beim Crowdfunding machst du dich ja auch selber sichtbar und du zeigst ja auch, wer hinter dem Produkt und hinter der Idee steckt. Und das ist ja das Schöne am Crowdfunding, dass die Leute in das Ganze investieren, also in das Team, was dahinter steckt und in das Produkt und das ja auch eine persönliche Ebene ist. Und dadurch kommst du auch näher an deine Kunden ran und das schafft ja eigentlich auch einen Mehrwert als eine Konkurrenz, was dann nur ein Produkt nachahmt und nicht das Ganze sieht. David? Achso, Entschuldigung. Na, also ich, wie gesagt, ich weiß ja, wir wissen jetzt gar nicht, was du machst, ne? Aber wenn du Exist bekommst, dann wird es wahrscheinlich irgendwas Technologiebasiertes sein. Also das hört sich für mich jetzt erstmal so an, dass es vielleicht auch Crowdfunding an sich funktioniert ja eher jetzt dann viele Menschen, also eine Masse und die geben eher kleinere Beträge. Du kannst natürlich auch versuchen, Einzelpersonen anzusprechen, die größere Beträge geben, also dann irgendwie über Privatdarlehen, Family, Friends and Fools oder irgendwie Nachrangdarlehen mit irgendwie Investing und dann aber halt musst du es zurückzahlen. Also das hängt natürlich ganz stark von dir und deinem Case ab, den du hast. Und ja, also in dem Moment Crowdfunding mit Dankeschöns. Ich glaube, da gibt es keine Alternative zu dem, was jetzt wir jetzt gemacht haben, sage ich mal so, ne? Mit eben in die Öffentlichkeit gehen, viele Menschen ansprechen und dann da versuchen, eine Summe zu erzielen. So, damit alle was gesagt haben, sage ich auch nochmal was mit in die Runde. Und zwar war ich früher in der Gründungsberatung und kann Annika da voll zustimmen. Und da ist ja genau dieser Markttest und Produkttest eines der wichtigsten Sachen. Das Spannende ist aber, wenn du ein Crowdfunding gemacht hast, Crowdfunding ist auch ein Instrument,
wo du Menschen Teil deiner Idee werden lässt. Und die fühlen sich dann mitverantwortlich. Und ich finde es total spannend, es gibt eine Dokumentation Capital C, das war die erste Crowdfunding-Dokumentation, die es insgesamt international gegeben hat. Und da ist ein Beispiel drin, Freaker. Also die hat in den USA, hat ja die Bewegung angefangen, und Freaker hat so einen Überzieher für Bierflaschen gemacht, weil in den USA darfst du auf der Straße nicht mit einer Bierflasche durch die Gegend laufen. Und die waren super erfolgreich im Crowdfunding. Und dann kam eine Firma, eine große, und hat gesagt, oh, jetzt sehen wir ja, dass das super ankommt bei den Kunden. Wir kopieren das 1:1 und wir stellen das eben nicht in den USA her und wir machen das nicht mit den ganzen ethischen Ansätzen, sondern wir kopieren einfach das Produkt. Und Freaker, die Gründer, die das übers Crowdfunding gemacht haben, haben nur die Frage an ihre Community gestellt, hey Leute, jetzt schaut mal darüber in diesen Shop, die haben gerade unser Produkt kopiert. Und was dann passiert ist, wenn du dich als Teil der Idee fühlst, die haben den Shitstorm auf dieses Unternehmen runtergelassen und die Crowd ist ja mit Teil deiner Idee. Und am Schluss war es so, dass das Unternehmen ganz schnell das Produkt wieder von der Website genommen hat und danach das Originalprodukt vom Gründer reingenommen hat. Und da ist es nochmal, du stehst ja dann da, du hast einen Vlog reingesetzt und ich bin der oder diejenige, die dieses Produkt nach vorne bringt und damit ja auch in gewisser Weise Ideeneigentümer. Und da ist es spannend, dass es jetzt transparent geht und der Ideenklau, der eigentlich viel weniger vorkommt, als wie man das oft meint, eigentlich jetzt umgedreht wird. Also die Machtverhältnisse ein Stück weit. Die Crowd hat viel, viel mehr Macht und wenn von draußen der Shitstorm kommt, dann knicken auch die Großen manchmal ein. Okay, also, dann vielen Dank für die Antwort. Das kann ich bestätigen, der Ideenklau ist wirklich weniger, als man denkt. Und die Kommunikation der Idee ist viel, viel wichtiger als die Angst vor dem Ideenklau. Trotzdem würde ich noch mal sozusagen eine Frage nachschieben. Er sprach von einem Nischenmarkt. Startnext ist die Plattform, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben. Gibt es aber vielleicht, dass man sich auch sozusagen im Vorfeld halt schaut, auf welcher Plattform oder auf welcher Unterseite man sein Produkt lanciert oder seine Crowdfunding-Kampagne lanciert, einfach sozusagen, um da bestimmte Zielgruppen noch bestimmter, spezieller anzusprechen. Schei. Ja, also wie schon erwähnt, ne, es gibt ja diese Page-Modelle oder die Kooperationspartner, die wir haben und die beschäftigen sich zum Beispiel mit Tourismus in Ostdeutschland beispielsweise oder Ideenkanal. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Pages und es gibt auch dieses Matching-System, wenn man ein Projekt anlegt bei Startnext, dass man sich anzeigen lassen kann, okay, in welcher Kategorie möchte ich eigentlich starten und welche Page könnte dazu passen, die mein Projekt kuratiert, die mich dabei unterstützt, meine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen, die mir ein bisschen Reichweite verschafft, die mir Kontakte vermittelt und genau, dieses Matching-Tool sollte man auf jeden Fall nutzen. Und Nische bedeutet nicht per se was Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil, ist das total die Chance, sich da als Platzhirsch in dieser Nische zu platzieren und wie Markus auch schon richtig sagt, die Crowd da draußen mit auf deine Gründungsreise zu nehmen. Okay, bitte. Moin, ich bin Yannick und ich habe mal eine Frage an den David und den Henrike. Zu dieser Planung zur Crowdfunding-Kampagne, wie viel Manpower, wie du gesagt hast, muss man dafür planen? Also, weil man denkt ja immer, das macht man einmal zack und dann ist die Kampagne fertig, aber das ist ja, man muss Videos erstellen, weiß der Geier, ja. Was kann man, wie viel kann man damit so rechnen? So? Also Pi mal Daumen. Also vom zeitlichen Aufwand her, also mindestens, also ja, also sag mal, wenn du schon weißt, um was es geht und du weißt, was du funden willst und so weiter, also nicht später als 3 Monate vor der eigentlichen Kampagne anfangen, viele würden wahrscheinlich sagen 6 Monate oder noch früher, wenn du, kommt natürlich auch darauf an, ob du schon eine gewisse Crowd hast, ob die Leute dich schon kennen, ob du irgendwie schon mal ein bisschen vorgefühlt hast und so weiter. Also wenn du da natürlich noch ganz Anfang bestehst, dann glaube ich, musst du noch viel früher anfangen mit jetzt, sag ich mal, einem Plan, der tatsächlich, ja, einen Plan erstellen, mit irgendwie Video erstellen, das Schneiden, dann auch nochmal die ganze Seite sich anschauen, die Dankeschöns mit Fotos versehen und so weiter. Also das dauert mindestens 6 Wochen, also mindestens. Ja. Und dann solltest du schnell sein. Und dann, ich glaube, bei uns haben mehr oder weniger 2 Personen Vollzeit dran gearbeitet in dieser Zeit. Also diese 6 Wochen dann oder ja. 3 Monate? Ja, genau. Ja, genau. Also das war bei uns ganz ähnlich wie bei David im Team, von der Zeit her auch.
Ganz wichtig ist natürlich, ob du vorher schon eine Community hast oder ob du die erst von ganz null aufbauen musst, weil das braucht natürlich Zeit. Das kannst du auch nicht, dass wenn du 10 Leute anstellst, innerhalb von einer Woche machen. Das braucht einfach seine Zeit. Das zum einen und halt eben, wenn du, je nachdem, was du für ein Produkt hast, Blogger motivieren möchtest oder Radiosendern, Fernsehsendern Bescheid sagen möchtest, es braucht ja auch Anlaufzeit, ehe davon berichtet wird. Dann musst du auch schon im Voraus planen, ehe die antworten, wann sie den Artikel bringen und dergleichen. Das auf jeden Fall auch. Und ganz, ganz wichtig, das hatte ich vorhin am Anfang schon gesagt, 2 Wochen vorher fertig sein, dass du das Feedback einholst, weil das ist, also ich finde, im Nachhinein das Feedback von der Community ist das Wichtigste von allem. Und die brauchen auch eine Woche, bis sie darauf reagieren. Und du brauchst dann mindestens nochmal eine Woche, um das Ganze umzusetzen. Und noch ein Tipp, wenn du auch ohne Geld, gar kein Geld hast, ein Crowdfunding machen möchtest und teilweise gute Videos produzieren möchtest und dergleichen, kann man sich auch ehrenamtliche Hilfe holen. Da gibt es bestimmte Seiten, wo Ehrenamtliche sich zusammentun, Videos schneiden, Videos machen. Und das braucht eben auch nochmal Zeit, wenn du es organisieren möchtest. Also je weniger Geld du auch hast, desto mehr Zeit brauchst du auch, um es selbst zu organisieren. Da würde ich jetzt noch mal ergänzen zu fragen, halt eben, welche Unterstützungsleistungen gibt es? Ja genau, also die Seite für die ehrenamtlichen Helfer, Entschuldigung, wollte ich noch kurz nennen. Mir gerade Markus zugesagt, dass ich es noch nennen sollte. Genau, das Juvo und die sind super, die helfen da ganz doll. Juvo, ich kann auch gerne, kannst nachher noch mal gerne auf mich zukommen, da kann ich dir noch ein paar, wie heißt noch mal aufschreiben. Juvo. Juro. Ah, er bekommt, okay. Super. Hat er schon, okay, alles klar. Nee, leider noch nicht, also wie haben wir das jetzt geschrieben? Okay, das, da die Information wird gerade weitergegeben. Wie gesagt, nochmal die ergänzende Frage, auch vielleicht sozusagen an StartNext oder auch an die Uni Kassel. Welche Unterstützungsleistungen gibt es denn quasi sozusagen, auf die man jetzt zurückgreifen kann? Beratungsleistungen anderweitig bei der Vorbereitung einer Crowdfunding-Kampagne? War ein tolles genau, Beispiel. Juvo. Und was ich auch im gleichen Anzug dazu sagen kann, viel früher auch von StartNext selber Hilfe holen. Das haben wir nämlich irgendwie kaum gemacht. Also wir haben tatsächlich 2 Tage vorher, vor Kampagnenbeginn, haben wir uns Feedback von StartNext eingeholt. Das war viel zu spät, weil was soll man in 2 Tagen noch groß ändern? Und die geben halt die besten Tipps. Klar, die sind halt Profis, sind die Experten und die wissen ganz genau von den Erfahrungswerten, was die Community hören und sehen möchte und wo, was viel bringt. Und das haben wir viel zu spät gemacht und StartNext ist halt super offen und so kann da direkt vorbeikommen und die helfen ein und setzen sich damit auseinander und ja, das lege ich ganz so ans Herz. Ja. Es gibt noch eine Online-Plattform, die kostenlos zugänglich ist, von Ernst Neumeister. Sag mal schnell, ich habe gerade den Namen vergessen. Crowdcamp. Die genau. Könnt ihr noch nutzen, um euch vorzubereiten. Genau, das kann man sich zum Beispiel auch buchen. Die 20 Euro gebe ich dir nachher. Das war total gute Werbung hier. Danke. Kollegen, also ich und Kollegen von mir, wir sitzen zu dritt an Rechnern tatsächlich hier in Berlin und beantworten Fragen von Startern und Starterinnen, die starten möchten und die auch Feedback von uns wollen. Es gibt eine Montagssprechstunde zwischen 16 und 18 Uhr. Anmelden vorher, entweder vorbeikommen in Kreuzberg, Berlin, oder per Skype, das geht auch, oder per Telefon, kann man sich auswählen. Ansonsten gibt es Professionals, wir haben eine Professionals-Seite, das bedeutet, es sind unabhängige Berater und Beraterinnen, die man kontaktieren kann und die einem sozusagen zur Seite stehen, wenn man Fragen rund um Konzeption eines Crowdfunding-Videos hat, Konzeption einer Crowdfunding-Kampagne, dann vielleicht Hilfe benötigt bei der Kommunikation und so weiter. Also die Professionals gibt es auch noch. Und wie Norbert meinte, Crowdcamp, das ist eine gesonderte Online-Plattform, die man, da kann man ein Paket buchen und kriegt dann ein Webinar im Prinzip, ein 6-teiliges oder 7-teiliges Webinar und lernt, wie man Crowdfunding macht. Genau, ja, Annika. Vielleicht eine Ergänzung noch. Wir hatten ja eben vorgestellt, dass wir in Kassel eine regionale Crowdfunding-Page haben. Du hattest eben, als es um die Nischen ging, auch schon mehrere andere Pages genannt. Also da kann man auch noch mal schauen, die Page-Betreiber selber, wenn man eben von einer solchen Page kuratiert wird, wir in Kassel zum Beispiel, wir betreuen die Projekte auch von Beginn an, das heißt schon in der Planung, wie kann das Crowdfunding aussehen, wir betreuen die, beraten die, geben Tipps, wo es vielleicht bei uns in der Region Kontakte gibt zu Filmemachern, die da unterstützen können und ich denke, da bei diesen Page-Betreibern vor Ort findet man auch noch mal eine sehr enge Betreuung und Beratung. Genau, und ich glaube, ich kann für alle sprechen,
man soll sich trauen, da anzurufen. Es gibt keine blöden Fragen. Und wir sehen uns da jetzt sozusagen auch nicht als Gatekeeper, sondern unsere Philosophie in Kassel, und ich glaube, dass es bei euch genau das Gleiche ist, quasi wir versuchen, die Ideen mitzudenken und versuchen quasi sozusagen, da wirklich Unterstützung zu leisten. So, bitteschön. Ja, hallo, Gavin Kuhn, mein Name, angehender Gründer. Ich habe ein paar finanzielle Fragen, und zwar näher ran noch. Ah, okay. Die Frage lautet, diesen Betrag, den man haben möchte, wie ermittelt man den besten? Legt man einfach fest, das brauche ich, hat man ein Gefühl dafür, was man geben könnte, was man kriegen könnte? Wird eigentlich ein Mindestbetrag festgelegt, der gegeben werden muss, um ein Goodie zu kriegen? Wie wertvoll sind diese Goodies oder was für Goodies sind gerne genommen? Und ja, das wäre es eigentlich. Wer möchte? Herr Henrike. Ja, genau. Das hängt davon ab, was du mit dem Crowdfunding genau erreichen und finanzieren möchtest, wie hoch das Ganze setzt. Das geht auf jeden Fall, wie David vorhin schon gesagt hat, unglaublich viel an den ganzen organisatorischen Aufwand und an den Goodies selbst geht davon ab. Das musst du halt vorher genau in der Tabelle gegenrechnen, wie hoch du den Anteil setzt an Goodies, wie viel das. Wenn du zum Beispiel jetzt ein T-Shirt verkaufst, musst du auch davon ausgehen, okay, wie viel kostet das, wenn ich nur eins verkaufe? Und du kriegst dann einen Mengenrabatt, wenn du 50 schaffst zu verkaufen, aber davon darfst du nicht ausgehen. So, das musst du alles mit reinberechnen auf jeden Fall. Genau. Aber ein T-Shirt ist ja schon recht wertig. Also das ist schon die Liga, in der man sich bewegen muss. Wie bitte? Also ein T-Shirt ist ja schon einiges, also welchen Gegenwert? Also sagt man dann, ihr müsst... Also verkauft man die einfach oder sagt man, für 50 Euro Spende gibt es ein T-Shirt oder wie ist da so das Verhältnis? Ja, du guckst dir erstmal verschiedene Seiten an mit welchen Partnern du zusammenarbeiten möchtest. Also es kann auch sein, dass du Fairtrade-T-Shirts anbieten möchtest oder dass es generell nur ums T-Shirt selber geht, dass du ein Produkt hast, was du anbieten möchtest als Dankeschön. Und dann vergleichst du einfach die Seiten und da... erstmal musst du den Wert gedeckt haben, dann haust du noch ein bisschen Geld drauf, dass für dich auch noch was bei rauskommt, dass das Crowdfunding sich für dich lohnt. Es kann aber auch gut sein, dass das Produkt erstmal nur, dass du es auch nur hast, um nur das Produkt erstmal zu verkaufen, um auf andere Produkte nochmal aufmerksam zu machen. Also, dass du nicht unbedingt einen Gewinn aus dem Produkt selber hast. Und je nachdem, darauf zurückzukommen, ob du jetzt einen großen Gewinn aus dem Crowdfunding haben möchtest oder ein anderes Ziel dafür hast, zum Beispiel einfach nur diesen Proof of Concept, dass Leute in deine Idee investieren würden, schaust du halt, wie viel du Gewinn draus machen möchtest. Also für uns war es zum Beispiel, dass wir gar nicht so viel Gewinn an sich machen wollten, sondern dass es für uns ein Marketing-Tour einfach war, also dass wir durch das Crowdfunding selbst halt eben Radiosender reingekommen sind, Fernsehsender und dergleichen und dadurch unser Produkt nochmal Aufmerksamkeit bekommen hat. Also, okay. Wir hätten noch ein Beispiel aus Kassel, was wir berichten können. Oder David, wolltest du auch noch? Okay, nacheinander. Annika, dann bitte. Genau, also vielleicht ein Beispiel auch. Es gibt ja unterschiedliche Varianten, je nachdem, weil das ist schon gesagt, ob man ein Produkt hat, ein eigenes, oder bei euch mit einem digitalen Projekt, wo man dann sowas wie Pullover, Hoodies als Gegenleistung anbietet. Also man kann auch gucken, ob man Kooperationspartner findet, die ohnehin im Projekt dabei sind. Also wir hatten ein Projekt in Kassel, das war ein soziales Startup, die ihren Prototypen finanzieren wollten. Das, was sie am Ende als eigenes Produkt hatten, das war ein medizinisches Produkt, was nicht die breite Masse als Käufer oder hinterher Nutzer hat, sondern ein sehr teures medizinisches Produkt für Ärzte und Firmen. Die haben aber Partner gehabt, die dann wiederum Sachen zur Verfügung gestellt haben. Also das heißt, die hatten einen Rucksackhersteller, der für sie, für ihr medizinisches Produkt so ein Tragesystem konzipiert hat. Die haben Rucksäcke zur Verfügung gestellt fürs Crowdfunding. Die haben sie nicht komplett denen geschenkt, sondern günstiger zur Verfügung gestellt. Und im Crowdfunding wurden die dann als Gegenleistung angeboten. Das heißt, man hat den Rucksack bekommen und hat aber noch etwas mehr bezahlt, um dieses soziale Projekt zu unterstützen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und vielleicht wichtig, bei der Frage, wie hoch ist das Funding-Ziel, die Frage ist, was ist denn das, was ihr braucht, um euer Ziel zu erreichen? Weil beim Crowdfunding geht es ja darum, ein Projekt vorzustellen und das wollt ihr ja auch umsetzen und müsst ihr ja auch umsetzen. Dazu seid ihr ja eurer Crowd gegenüber verpflichtet. Die geben ja Geld dafür, dass ihr die App dann am Ende auch umsetzt oder das Produkt auf den Markt bringt. Und da müsst ihr halt ansetzen, was brauchen wir und dann anfangen zu rechnen, wie können wir das mit den Gegenleistungen, mit wie vielen Menschen, mit wie vielen Unterstützern erreichen. Okay, aber es wurde ja auch gesagt, dass immer eine große Lücke ist noch zwischen dem, was man eigentlich braucht und dem, was man über das Crowdfunding kriegt. Also es ist ja nicht das zusammengekommen, was ihr eigentlich braucht im Normalfall.
Das muss man halt eben mit berechnen. Also quasi sagen, man muss sozusagen, wenn man berechnet das, was man braucht, muss man das, was man aufwendet, sozusagen damit reinrechnen, dass man dann am Ende sozusagen die Summe hat, die dann dabei übrig bleibt. Norbert, ich habe ein ganz praktisches Beispiel hier. Wir produzieren diese Schuhe unter fairen und nachhaltigen Bedingungen. Wir rufen die Fabrik in Pakistan an, wo sie hergestellt werden, und fragen, wie viel kosten die Schuhe, bis sie hier bei uns in Deutschland am Hafen stehen. Das sind die Materialkosten. Wir gucken, fällt Zoll an. Die Zollkosten kommen obendrauf. Wir gucken, die müssen vom Hafen entweder in ein DHL-Logistikzentrum, dann fällt noch Lieferkosten an, dort in dieses Zentrum. Dann gibt es eben diesen Full-Service von der DHL, die das sozusagen kommissionieren und verpacken und verschicken. Dafür fällt auch Geld an. Dann gibt es den Versand, dafür fällt Geld an. Und dann kostet vielleicht die Plattform Geld. Also wir haben noch ein freiwilliges Provisionsmodell. Also bei Startnext kannst du zwischen 0% und 7% geben. Und die Transaktionskosten belaufen sich auf 4%, das ist fix. Und all diese ganzen Kosten akkumuliert im Prinzip ergeben deine Ausgabenkosten, und dann musst du gucken, gebe ich da noch eine Marge obendrauf, damit ich mein Social Cause erfüllen kann, damit ich mich bezahlen kann, damit ich meine Büroräume bezahlen kann, und dann hast du im Prinzip das, was du runtergebrochen verlangen kannst für einen Schuh. Okay, ich würde jetzt aufgrund der Zeit jetzt sozusagen, würde ich sagen, dass diese Diskussion bitte auf das Bier beim Quartiermeister nach der Veranstaltung. Und ich würde die junge Dame, die wirklich in der Reihe steht, da würde ich jetzt bitten, nochmal eine letzte Frage zu stellen. Das wäre dann jetzt auch die letzte Frage. Dankeschön, bei mir geht es auch ganz schnell. Also ich bin Vanessa von Darling Little Place, vielleicht kennt das ja jemand. Zu euch wollte ich sagen, es gibt Patent- und Schutzrechte, Gebrauchsmusterschutz zum Beispiel, das ist vielleicht auch ganz wichtig, bevor man sowas macht. Und meine Frage ist aber eigentlich an euch, was ist denn der durchschnittliche Warenkorb, sage ich mal, von Invest, was die Leute investieren in Crowdfunding? Sind das so 50 Euro, 100 Euro, 20 Euro? Da haben wir, glaube ich, also als wir uns damals informiert haben, auch über verschiedene Menschen, die eben Erfahrungen gemacht haben, meinten sie so zwischen 10, 15 und 50 Euro sind eigentlich die meistgekauften Dankeschöns. Mhm. Natürlich hast du dann auch die auch mehr geben, und je nachdem, was du für ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietest, muss es ja vielleicht sogar mehr kosten, aber dann ist natürlich auch die Wertigkeit, der Preis generell höher von dem, was du anbietest. Aber was so generelle Dankeschöns angeht, ist, glaube ich, diese Preisrange so am realistischsten, würde ich sagen. Ich würde ein ganz klitzekleines bisschen widersprechen, und zwar insofern, wo ich sage, ja, generell stimmt das, aber es gibt total andere Kampagnen, und da ist es wieder, wer ist deine Zielgruppe, was ist dein Angebot? Und wenn ich jetzt anschaue, Kiezbett, die haben Betten aus Holz gemacht, da werden die Bäume hier im Berliner Umland gefällt, mit Pferden herausgezogen, also komplett nachhaltig produziert. Und das ist ein sehr hochpreisiges Produkt gewesen. Und die haben dann auch eine andere Art von Kommunikationskampagne gemacht, wo sie gesagt haben, okay, wir gehen hier auf ein sozialunternehmerisches Gründerzentrum, wir machen hier Probeliegen, wo die Leute vorbeikommen können und machen Party, wir machen Kooperationen mit den Einhörnern, weil die ja eh schon Kondome und Bett passen irgendwie zusammen, da können wir noch Cross-Marketing machen, und die haben eine ganz andere Preis-Range. Und da ist es, glaube ich, immer spannend, dass du in deinem Bereich, wo du nochmal was umsetzen möchtest, dass du sagst, okay, schau mir da, genau wie es Schei gesagt hat, google einfach durch Kampagnen und schau, wie das andere, wie haben die ihre Preise zusammengesetzt. Und damals, wir haben das Social Entrepreneurship Netzwerk auch über vergünstigte Mitgliedsbeiträge, und da war es dann eher um die 100 Euro, beziehungsweise sogar über 100 Euro, was reingekommen ist. Und wo ich wieder sage, also es ist schwierig, das allgemein zu machen, weil da ist es, was kostet durchschnittlich ein Produkt in der Wirtschaft draußen? Das ist ähnlich, weil eigentlich sind ja die Dankeschöns Produkte. Und am Ende kreierst du sozusagen einen Mehrwert für diejenigen, die dich unterstützen, und du setzt dann im Prinzip den Durchschnittspreis. Mhm. Genau, ja, und gut. Am Ende ist die Zeit wieder viel, viel zu kurz gewesen. Henrike, noch ein letztes Wort. Dankeschön. Okay. Ich wollte nur sagen, dass du auch jeden mit einbeziehst, dass du in deiner Preisspanne, dass du für jede Preiskategorie auf jeden Fall Dankeschön hast, egal was du für ein Produkt hast. Ich finde, das ist super wichtig. Wenn du ein Produkt hast, was an sich 10 Euro kostet, dass du auch ein Goodie hast für 250, 500 Euro, und andersrum genauso, dass wenn du ein Produkt hast, was 500 Euro kostet, du aber auch ein Goodie hast, was 10 Euro kostet, damit auch andere es unterstützen können. Okay,
Dann, wie gesagt, am Ende war die Zeit viel zu kurz. Ich möchte mich bei allen Referenten ganz, ganz herzlich bedanken und ich möchte mich bei allen Zuschauern ganz, ganz herzlich bedanken. Ich denke, wir sehen uns gleich auch noch alle drüben beim Quartiermeister und auf der Entrepreneurs Night und von daher viel Spaß heute Abend.